Heute im Test die Yantage Jelly Dish Lampe, ein Designer-Highlight für zu Hause. Die Verpackung gefällt mir persönlich schon mal sehr gut. Im Inneren finden wir natürlich direkt die Lampe an sich. Des Weiteren ist noch ein kleines Anschlusskabel für die Steckdose mitgeliefert. Die Lampe ist nämlich leider nicht batteriebetrieben. Und so sieht die Lampe einmal in Nahaufnahme aus. Die komplette obere Seite ist mit einem schwarzen Lack überzogen, die untere Seite mit einem weißen Lack. Das Besondere an der Jelly-Dish-Lampe ist dieses auf der Vorderseite sich befindende Touchpad. Mit diesem lässt sich die komplette Lampe steuern. Man kann die Farben, die Helligkeit und die Sättigkeit der Farben auswählen. Alles geschieht über dieses Touchpad. Auf der Unterseite der Lampe befindet sich ein kleines Gummifeld, damit die Lampe auf glatten Oberflächen nicht so einfach wegrutschen kann. Des Weiteren befindet sich auf der Unterseite noch der Anschluss für das Netzteil, damit man die Lampe auch in Betrieb nehmen kann. So, ich habe das Ganze jetzt mal angeschlossen und sobald ich nun auf das Touchpad drücke, fängt die Lampe auch schon an zu leuchten. Wie gesagt, es gibt verschiedene Bildmodis. Man kann die Helligkeit ändern und den Kontrast. Natürlich kann ich mir auch aussuchen, was für bestimmte Farben ich möchte. Will ich beispielsweise einen Pink, bestätige ich das Ganze und die Lampe leuchtet komplett in Pink. Wie gesagt, man kann die Helligkeit der Farbe immer beliebig ändern. Nehme ich beispielsweise hier in dieser Farbauswahl ein helles Grün, so leuchtet die Lampe in Grün. Wer zu faul ist, das Ganze immer selber zu machen, der drückt einfach zweimal auf das Touchpad und die Lampe spielt ganz einfach alle ihre Farbmuster einmal durch. Die Jelly Dish Lampe von Yantage. In meinen Augen ein wirklich schönes Gadget. Die Lampe sieht nicht nur gut aus und ist gut verarbeitet, sondern lässt sich auch einfach bedienen und erzeugt schöne Lichteffekte. Na klar, mit einem Preis von knapp 50 Euro ist die Lampe nicht gerade billig. Aber wie sagt man immer so schön, Qualität hat seinen Preis. Ich persönlich bin wie gesagt sehr zufrieden mit der Lampe und kann sie nur jedem weiterempfehlen.